Ja, Sebastian Zinke, 2:0 beim SC Wiedenbrück. War es das erwartete Geduldsspiel hier im Jahnstadion? Ja klar, hat man gesehen. Ne? Wir haben uns nicht leicht getan, sag ich mal, nach so einem wichtigen Sieg gegen Viktoria. War es echt das schwere Spiel, was wir auch erwartet haben. Und ich denke, wir haben das sehr gut gemeistert. Und ja, wir haben zwei super Tore gemacht und können so zufrieden sein mit dem Sieg. Wie wichtig war es gerade nach dem furiosen Sieg gegen Viktoria Köln, diese Leistung auch zu bestätigen? Ja klar, gegen Viktoria, da brauchte keiner sich motivieren, da ist man automatisch motiviert. Und jetzt hier vor, weiß nicht, 500 Zuschauern, vielleicht ist es nicht so einfach, ne? Aber das haben wir super geschafft. Wir haben super gespielt, gekämpft, das, was wir können, und ich meine, damit können wir super zufrieden sein. Ne? Ihr nehmt in diesem November auch ja an diesem Movember teil und habt in diesen drei Spielen im Movember dreimal gewonnen. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich hoffe es nicht, ne? Weil letztes Jahr, wo wir das gemacht haben, lief es auch sehr gut. Dieses Jahr, wie man sieht, sieht es genauso gut aus. Und ja, ich hoffe, dass er nicht länger dranbleiben muss. Alles klar, dann kommt gut nach Hause. Jo.